was in diesem Video geschehen wird. Martin, schalt das Blaulicht ein. Martin, Blaulicht. Jetzt, geht schon! Und geht schon! Auf die Seite, schnell, schnell, schnell. Geht schon! Fahr weiter, siehst du das Blaulicht nicht, Depp, oder? Das geht nicht mehr. War das nicht der pädophile Hausmeister? Der hat einen Geschwister in den Arsch gekriegt. Reden wir nicht drüber. Ja, gell? Der ist gekommen, hat ihm ins Gesicht geschissen. Und umgebracht. Seit 1977 verbringen die beiden Vollinvaliden jeden Tag am Schlingermarkt. Bereits früh am Morgen klingen die Bierflaschen. Prost, Martin! Prost, Martin! Alles gut! Alles gut! Ah, am Schlingermarkt, so wie früher. Am Schlingermarkt, Kulturgut. Naja, das war früher, ja. Siehst du, Ali-Markt, das hat es früher nicht gegeben. Die ganzen Alis und so, das hat es ja früher nicht gegeben. Sonst geben wir Würstelstandl, das war schon Kultur, das war schon exotischer. Mehr als zufrieden war ich damit. Nein, mehr als zufrieden. Ja. Auf das brauche ich einen Schlag. Du, auf die alten Zeiten. 41 Jahre, Floresdorf. Bei mir schon 45. Martin trinkt gerne. Christian raucht gerne. Die beiden sind wie Pech und Schwefel. Oder dick und doof. Martin, zum Bier gehört der Cheek. Nimm das Feuer. Aber dann tust du mir auf. Das ist nicht mehr normal. Aber kannst du nur erinnern am Rubinger Harry da rum? Dritter Stock, füllen wir uns mal auf. Dritter Stock. Nein, ich sitze mit meiner alten Oma am Balkon. Der Trockel springt runter. Oder doch, das ist das die Schönauer Hallblatt, wie er sie oben hat. Nein, der Trockel steht und bringt ein Ziffernblatt. Selber schuld. Oder? Fitschinger Fritz, viel mehr zu mir, Alter. Viel mehr. Fitschinger Fritz. Das war auch einer. Nimm das Bier, schlaft ein mit dem Bier in der Pappen und der sauft ein Bier. Immer selber schuld. Bier. Ja. Selber schuld. Du selber schuld, nein, das ist ein Wahnsinn, was da passiert. Die Blumenecke macht's persönlich. Super. Persönlich war daran gar nichts. Nein, persönlich war nichts. Zum Beispiel mein Ex-Frau. Wann haben wir uns geschieden? Vor sicher 19, 20 Jahren, wie der Euro gekommen ist. Nachdem ich es budert habe, hast du das geschieden lassen. Ja, im Zweiten. Alte Groschen, du Dackel. Ja, gute war schon, die Rosmarie. Ja, gerillt hat es wie eins, hat es nichts gegeben. Aber so war es keine gute Frau. War ja nie da, hat sich nichts geschissen um die Kinder. Hat mich zurückgelassen mit den Kindern. Wo sind die Kinder überhaupt? Nein, Kinderheim. Kinderheim? Ja, hier doch. Ja, sicher. Nein. Erst, ich hab keine Schere für das mehr. Hubinger, schau da oben, ist er. Film auf. Hubinger, komm runter! Das ist ein Geschissener, kommt wirklich zum Bier saufen. Ich glaube, der beilt noch sein Ding aus und dann geht er wieder rein. Nein, gut, ich war schon die Ex-Frau. Aber geschissen hat sie nichts um mich und um die Kinder auch nicht. Aber gerillt hat sie wie eins. Ich bin aufgewacht in der Früh und sie hat gerillt. Gerillt hat's gut, das muss ich auch sagen. Was? Jetzt recht einmal. Und ich schon zu. Alles zu. Alles geschlossen. Oh, schau, der Lackstädter, da hab ich mal einen alten Dunkt. Bis deppert, der Lackstädter war ein Song. Na, die Erinnerung tut schon weh. Einmal noch 13, 14 sein. Bis deppert mit 13, 14, da hab ich mir schon bis deppert die Hüsen 3-4 Stiegel am Vormittag reingefetzt. Ja, das Floresdorf war ja früher verrückt. Das war wieder Krieg. Ich bin rausgegangen in der Früh, die Panzer sind rausgeburt in der Früh. Die Durchsage, guck, hat's gemacht, weil die ganzen amerikanischen Fliegerbomber gekommen sind. Ich weiß, wir waren zu zweit. Wir waren zu zweit. Wir haben uns ja versteckt im Bunker im Krieg. Da hat sich nichts gegeben. Schau. Nix. Geschlossen. Öffnungszeiten zunichte gemacht, ja? Zunichte gemacht. Nein, jetzt kannst du alles scheißen. Schau, der Lacknerhof. Film, da ist der Lacknerhof. Der war schön. Nein, der war wirklich schön. Er war einmal schön, du sagst das. Der war einmal schön. Du sagst das. Da. Stiege 5, Tür Nummer 27. Da hab ich gewohnt. Da war man ja. Als kleiner Bub. Nein, der alte Hausmeister, der ist außerbord immer. Der hat uns in den Arsch getreten. Bist deppert, der hat uns gewetzt. Bis zum geht nimmer. War das nicht der pädophile Hausmeister, der hat einen Geschwister in den Arsch angegangen? Reden wir nicht drüber. Die auch, gell? Reden wir nicht drüber. Ja, gell? Reden wir nicht drüber. Die hat einen Geschwister. Reden wir nicht drüber. Okay. Ja. Gehen Sie mal auf der Straße oder darf man hier gehen? Darf man da gehen? Ist mir wurscht, ob das eine Straße ist. Das ist für eine Frage. Wir gehen, wo wir gehen wollen. Wir wollen da keine Straße. Schau, der erste Depper, der kommt schon wieder. Schau ihn an. Was ist? Los ihn fahren. Was ist? Was schaust du Depper? Hä? Nur Depper der Leute. Nur Depper der Leute heutzutage. Nein, scheiß Autos. Früher hat es nichts gegeben. Schau, früher hat es sowas nicht gegeben bei uns. Früher hat es nicht gegeben, die scheiße E-Scooter. Schlechte! Na, da krieg ich so einen Zorn. Schau, auf ein Tratschel. Gib mir eine. Gib mir eine. Aufhören jetzt zu filmen. Wir wollen unsere Ruhe haben. Entschuldigung, aber ich bin da verfilmt. Nein. Das ist schon zu, Martin. Das ist zu. Warum ist das zu? Hat's auch schon zugetraut, der Arschhuhn. Na, geh. Ich geh zu meiner alten Abkehrungsleier. Naja, hupen bin ich gegangen. Hab ihn oft besucht. Oft. Wie oft sind Sie gesessen? Naja, wie lange bin ich gesessen? 2,5 Jahre. Nicht wie lange, wie oft? Oft. Wie oft? 20 Mal. 20 Mal? Über 3, 35 Vorstrafen. Hab ich nichts gekackelt, mein ganzes Leben. Und was haben Sie gemacht die Zeit? Ich hab genau das Gleiche gemacht. Was ist das für eine Frage? Nein, wir sind. Früher gab's nicht. Hacheln, arbeiten, weiß ich nicht. Früher sind wir einfach gegangen.
Da jede Stiege. 1, 2, 3, 4, 5. Jeden Tag eine andere Stiege. Und dann reingegangen, Sachen mitgenommen, Gold verkauft und dann haben wir unser Geld gehabt. Verkauft, weiter verkauft, nein. Aber Schillingzeiten war das noch. Schillingzeiten. Räuberische Erpressung, versuchter Mord, angeklagter Mord, verurteilter Mord. Ich glaube, das sollte das nicht von der Kamera erzählen. Unverurteilter Mord, depperter Mord, geschissener. Wollte ich auch sagen, geschissener Mord, ganz wichtig. Ah ja. Entschuldigung, was ist ein geschissener Mord? Nein. Sag ich da lieber nicht. Jetzt. Oh, ich sag's ihm, ich sag's ihm. Der ist gekommen, hat ihm ins Gesicht geschissen und umgebracht. Ein Schluck für den Fitschinger. Und alle weiteren. Einen ganzen Schluck. Ist ja nicht so, als wäre das so teuer, das Bier. Nein, das ist nur billig. Hubinger, ich hoffe, dir geht's gut da. Marie, ich wollte sagen, ich liebe dich noch immer. Na, was heißt das? Marie, bitte bleib bei mir, Marie. Ich liebe dich noch immer. Marie? Marie? Die beiden Freunde Martin und Christian lassen ihren Abend jetzt in Ruhe ausklingen. Später am Abend im Gemeindebau. Die Familie Kwapmaczek verbringt seelenruhig ihren Abend am Spielplatz. Die Mutter ist bereits früh am Abend nicht mehr ansprechbar. Ja! Wo hast du die Chick? Von Papa. Ich hab's von der geschissenen Mutter behalten. Schaust du an, wie's da sitzt. Bumhagel fett, die Alte. Schon wieder fett, gell? Geschissene. Ja, schaut mal so aus. Bäh. Von Papa geflattert. Von Papa gestohlen. Und? Und? Wir sind stolz darauf, dass wir rauchen. Kannst du dich noch erinnern? Letztes Mal, da hab ich mir runtergerutscht, sind, wie die Alte am Kopf gehauen hab. Ja, da hast du wieder richtig nicht eingegriffen, gell? Hab ich's auch geschissen. Ja, eigentlich bin ich traurig über die Mama. Mama? Naja, die ist schon wieder, fett. Was willst du machen? Kümmern tut sich auch nicht über uns. Ich weiß nicht einmal, wie es heißt. Hallo Mama. Wir? Ja. Nein. Weißt du, wie unsere Mama heißt? Nein, Veronika oder so. Ich weiß auch nicht, irgendwas mit FV oder so. Wie ich in den Kindergarten rausgekommen bin, hat er mir das gestochen, da hat er sich auch ein bisschen verstochen, deshalb habe ich deine Narbe, aber das habe ich ihm verziehen. Da war ich im zweiten Kindergarten halt. Aber ist passiert. Ja, und dann in der ersten Haupt haben wir uns Bärte wachsen lassen. Willst du noch eine Chick? Ja. Währenddessen im 21. Wiener Gemeindebezirk. Die Polizisten Martin und Christian sind mal wieder auf Streife. Willst du mich verarschen, Martin? Willst du mich verarschen? Na, da rechts, Gemeinde. Rechts? Ja, schau dir mal an. Schau, bleib stehen. Schaut dir verdächtig aus, hat der was? Ich glaub, der hat da Rauschgift einsteckt. Na, schaut mal aus wie ein Österreicher. Na, schaut mal aus wie unser Gemeinde. Der hat sicher nichts dabei. Na, vor der Langzeit, da können die ganzen Dealer herum, die ganzen aus den Immigranten. Hat irgendwer von euch Rauschgift einstecken? Ich weiß, dass wer Rauschgift hat! Schlecht euch! Weitergehen, bevor wir euch kriegen. Wir ficken euch. Fahren wir weiter. Fahr weiter da. Schlecht aus dem dreckigen Mittermeer. Code 441. Code 441, was bedeutet das? Na, Code 441, wie üblich, Ausländer. Und Ausländer geht schon. Und geht schon. Fahren wir, los geht's. Und geht schon, fahren wir. So, mit dem neuen Gefährt. Schauen wir mal mit dem Tesla, gell? Ich hoffe, die Batterie ist bald aus, dass wir ankommen. Ich hoffe auch, Alter. Diese Arschloch-Ausländer immer wieder mit dem Haschisch. Kannst du auf der Hut sein? Schauen wir mal, brauchst du nur schauen, wie auch schon wieder alle machen mit dem Bord. Können wir gleich schauen, wie wir aufhalten müssen. Alle? Weiß ich, schau. Hast du das eh auf der Kamera? Hast du das eh am Film? Ja, hast du das am Film? Gut, geht schon. Prinzipiell, die Ausländer sind nicht schlimm. Ja, die kennen ja auch nichts, die sind ja arm. Die kennen ja nichts dafür, aber wenn sie anfangen mit den Drogendünen, mit den ganzen so. Pass auf, bleib stehen. Pass auf, Firma nieder. Bleib stehen. Firma nieder, Alter, du bist lustig. War das ein Deal? Hast du das gesehen? War das ein Deal? Habt ihr das nicht mit Drogen dealt, oder? Ein Deal war das jetzt, oder? Bleib stehen bei dem Hammer. Aufpassen. Hey, steh bleiben! Schau, der geht da über den Zebrastreifen. Pass auf, erst ohne schauen. Bleib stehen. Über den Schutzweg ohne erst schauen? Nächstes Mal ohne schauen, 30 Euro Strafe, gell? Da haben wir die und jetzt fahren jetzt wir weiter. Jetzt tut genug Auge zu. Wir haben 4-4-1, los geht's. Und Vollgas. Aufpassen, da kommt einer entgegen. 36,55. Martin, schalt das Blaulicht ein. Martin, Blaulicht. Geht schon! Und geht schon! Auf die Seite, schnell. Geht schon. Fahr weiter, siehst du das Blaulicht nicht, deppert, da? Blaulicht! Geschissenes Arschloch, deppert das. Weiter geht's, komm. 5-5-4 Verdächtigen verlassen den Tatort, haben bemerkt, dass sie beobachtet werden. Geht schon, sie flüchten! Scheiße! Geht schon, du geh nicht! Martin, ruf die Zentrale an, wir brauchen Verstärkung. Verstärkung, 4 Kastenwagen, bitte anfordern und bitte das Militär. Geht schon! Servus, Dere. Der Martin aus der Kwapmaczek.
fährt heute auch eine Nachtschicht. Kannst du dich erinnern, der ist aber letztes Mal, ja. Ah, nein, weißt du, der hat einen Ausschaffen geschickt, der Alte. Der Alte, gell? Ja. Geschissen. Der Alte. Nein, erst später haben wir noch einen Auftrag, müssen wir eine Streife fahren auf die Triester Straße und auf die Triester Straße. Gehen wir gleich, Alte Budern? Gehen wir gleich, Alte Budern. Wie leibend. Wie leibend, ja. Schon Druck auf meinen Spatzel. Ja, ja. Ja, wie gesagt, die Veronika hat mich seit 5 Wochen nicht mehr spülen lassen. Nicht einmal spülen tut sie sich nicht mehr Spatzel. Ja, wieso nicht? Hast du nicht so einen kleinen Spatzel? Ja, schon, schon, ja. Naja, dann verstehe ich es ein bisschen. Ja, ein bisschen schon, aber zusammen sind wir trotzdem. Ich hab sie geheiratet. Ja, eben. Hat ich schon gewusst, dass ich einen kleinen Spatzel habe? Nein, ich war schon blutert, oder? Na, wirklich? Ja. Ja, ist eh okay. Hast du überhaupt einen Führerschein? Ja. Ich hab keinen. Ja, ist ja wurscht, das ist ja nicht. Erst, der Verdächtige hat einen langen Bart, einen beige Mantel. Nein. Ja. Hat er Sonnenbrillen, so ein Quarteckerbrillen. Ein Quarteckbrillen? Kurzer Schnitt und Flügel im Knack. Scheiße, der schaut mir ziemlich ähnlich aus. Ja, müssen wir aufpassen. Dass wir nicht festgenommen werden. Ja. Quartner Jack Hannes? Quartner Jack Hannes. Holt man sich auf der Tankstelle noch eine Hüsen? Holt man sich noch eine Hüsen. Pass auf, dass kein Benzin in den Tank ist. Ich glaube, das ist ein Benzin, der Diesel. Wie tankt man denn den Spaß? Nein, ich weiß auch nicht, wie man das tankt. Das ist, man muss aufpassen, dass da kein Benzin in den Tank ist. Das ist ein Diesel, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Benziner. Wo ist denn der Tank? Ich weiß auch nicht. Da vielleicht irgendwo. Unterm Auto vielleicht, dass du da eine tankst vielleicht. Das neue Dienstfahrzeug geht mir jetzt schon am Arsch. Ja, ich weiß auch nicht. Und nein, ist das. Versteht das nicht. Ja, da. Super. Aber da bringst du ja nichts rein. Na sicher, das musst du reinstecken. Erst Martin, das kriegst du nicht rein. Ja sicher, erst da musst du zweimal drucken. Erst Martin, das schaut aus wie die Food von deiner Alten. Keine Ahnung. Ja warte, 39% haben wir eh noch. Was nicht? 39% raus, aber. Schätze ich, der ist halb von. 39% Apfel, Pflaumen, Birnen. Wurscht. Wurscht. Wenn er leer ist, ist er leer, lass man stehen. Wird schon reichen, dann lass mal stehen. Du hast gut trainiert, ich hab Polizei. Du hast deine Maske, ich hab Polizei. Bad Boys for Life, Martin! Eastside, Westside! Eastside, Westside! Fick man die ganzen Gangster halt! Geht schon! Gib Gas! What you gonna do when they come for you? When bad boys, bad boys! Yo, Bad Boys, Alter! Wer ist das? Wer ist das? Wer bist du? Pass auf, pass auf! Erst, wir haben den Blick, gell, Geschissener! Wir haben den Blick, geschissene Drecksau! Eine falsche Bewegung und wir kühlen die vor! Geschissenes Arschloch! Geschissenes Arschloch!